Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Die Bulette oder Frikadella am Stiel oder auch wie OP kann ein Premium-Panzer denn sein? Der E25 mal wieder im Angebot. Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, aber der war erst zu Weihnachten im Kalender. Wer es genau weiß, korrigiert mich gerne im Angebot und... Auch diesmal muss man sagen, die Preise, dafür, dass er in den letzten Jahren immer mit einer ziemlichen Paywall verkauft wurde, ziemlich fair. Das Standardpaket für 23,36 Euro. Die anderen Pakete kann man sich drüber streiten. 42,67 bzw. 67 Euro. Meiner Meinung nach sind diese Bundles immer nicht das wert, was sie kosten. Es sei denn, ihr braucht das, was damit in dem Bundle enthalten ist. Ansonsten greift zum Standardpaket. Ja, Bulette am Stiel. Ich glaube, das beschreibt es in meinen... Ja, für mich so am besten, für meine Auffassung. Der E25, ein Tier 7 Premium Jagdpanzer bei den Deutschen. Und wer schon länger dabei ist, der wird wissen, was den Mythos dieses Fahrzeugs, sag ich mal, ausmacht. Die, die noch nicht so lange dabei sind, werden davon gehört haben, dass der E25 OP, stark, problematisch, wie auch immer es ihr nennen wollt, ist. Und ich habe heute hier zwei Replays mitgebracht, die ich in den letzten Tagen bzw. Wochen von euch zugeschickt bekommen habe und deswegen passenderweise jetzt hier auch zeigen möchte. Der E25, ja, man kann sagen, er ist OP. Nichtsdestotrotz ist er mit seiner Spielweise trotzdem relativ speziell. Und es ist kein Haut-drauf-Panzer, es ist kein Panzer, ich fahre mal eben nach vorne und knall alle weg, sondern der E25 überzeugt auf andere Art und Weise. Was man hier leider gerade bei dem Schuss nicht sehen konnte, wie gut sein Tarnwert ist, denn wenn nämlich Phantom hinter dem Busch richtig gefahren wäre, sodass der Busch nicht mehr transparent gewesen wäre, dann wäre der E25 hier in dieser Situation nicht wirklich aufgegangen. Wir haben aber auch gesehen, dass er hier gut Spot-Damage sammeln kann und grundsätzlich kann der E25 das auch sehr gut. Ich bin mittlerweile damit daran übergegangen, den E25 mit Optiken zu spielen. Phantom hat das, oder macht das hier auch, haben wir am Anfang gesehen. Aber man kann den auch recht klassisch mit Scherenfernrohr spielen. Nur dann ist er zum Spotten immer noch gut geeignet. Aber na, man kann seine sonstigen Eigenschaften nicht ganz so gut kombinieren, sag ich mal. Was hat der E25? Nun, er hat DPM. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht streiten. 2700 Schadenspunkte pro Minute. Bei einer Nachladezeit von Stock 3 Sekunden heißt das also, der Alpha ist nicht wirklich hoch. 135, das ist tatsächlich ein Problem. Auch die Durchschlagswerte von 150 auf der Standard und 194 auf der Premium-Munition sind für einen Jagdpanzer nicht allzu stark. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, das Teil hat angepasstes Matchmaking. Das heißt, er sieht maximal Tier 8. Panzer mit angepasstem Matchmaking haben seit einigen Jahren, muss man mittlerweile sagen, nicht mehr das Standing, was sie vielleicht früher mal hatten. Aber in guten Händen ist der E25 immer noch extrem gefährlich. Auch die Präzision der Kanone mit 0,30 und 1,5 Sekunden Einzielzeit ist hervorragend. Die Softstats können manchmal ein bisschen einen ärgern. Und auch die Fluggeschwindigkeit auf der AP ist manchmal so ein bisschen, ich will noch mehr, aber ich krieg nicht mehr. Nichtsdestotrotz, 65er Topspeed, 20 rückwärts bei einem Leistungsgewicht von 28,14. Das Ding ist schnell, beschleunigt schnell, dreht schnell, auch im Vergleich zu anderen Jagdpanzern. Hat 8 Grad Gun Depression und ist im Grunde so ein bisschen wie der ELC auf Tier 5. Der britische Scout, sage ich schon, der französische Scout. Oder der ELC auf Tier 8, der Premium. Er ist klein und vor allen Dingen, er ist flach. Das bringt zwei Vorteile mit sich. Er ist schwer zu treffen und er hat einen brutalen Tarnwert. Wenn ihr also mit der Spot-Mechanik und mit der Tarnmechanik umgehen könnt, ist das Ding der helle Wahnsinn.
Also ihr könnt mit dem aus Position heraus arbeiten und nicht aufgehen, wo ihr denkt, what the fuck, was ist denn hier los? Und ihr könnt aber auch, wenn ihr wisst, wie ihr die Büsche, die Sichtmechanik einsetzen sollt, könnt ihr den als grandiosen Ersatz-Scout verwenden. Und ja, das darf man nicht vergessen, er ist ein turmloser TD. Er kann nicht alles, aber er kann viel. So, hier aus dieser Situation heraus, Phantom sucht jetzt hier die Outline auf den Churchill. Ja gut, er sieht nur die Kette, aber okay, der Churchill macht ihn einmal auf. Ich glaube, der Busch war nicht ganz transparent, aber er kann da vor allen Dingen Schaden machen. 360 Meter Stock, das heißt, mit der Optik und einer nicht super ausgebildeten Crew, beziehungsweise ohne Verbrauchsgüter, schafft ihr ihn hier nicht von der Sichtweite zu maximieren. Ihr könnt aber, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mit den Bounty-Optiken einer entsprechenden Crew und auch den Verbrauchsgütern das Ding hier auf maximale Sichtweite trimmen. Der Kategorieslot ist aber Feuerkraft, das heißt, da ist dann eher eine Lüftung gefragt. Ein Ansetzer bringt euch halt nicht so viel, weil ihr halt schon so eine niedrige Nachladezeit habt, dass halt die paar Prozent dann auch euch halt nicht mehr das Maß bringen, als wenn ihr 15 Sekunden Nachladezeit habt. Deswegen kann es durchaus überlegenswert sein, statt halt dem Ansetzer was anderes mitzunehmen. Also wie gesagt, Drehmechanismus wäre denkbar, Lüftung und halt dann Schere oder halt Optiken. Das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Man kann tatsächlich überlegen, den Ansetzer wegzulassen. Die Nachladezeit ist immer noch extrem gut. Worin der E25 auch noch ein bisschen krankt, ich mache ihn hier vielleicht gerade schlechter als er ist, will ich eigentlich nicht, aber man muss es natürlich gesagt haben, ihr seid gerne mal leergeschossen. Das denkt man so im ersten Moment gar nicht. Das Ding hat 60 Granaten dabei, aber bei einer Nachladezeit von 3 Sekunden und einem Alpha von 135 ist das tatsächlich ein Problem. Also wenn ihr Dauerfeuer macht, dann Halleluja, dann müsst ihr echt aufpassen. Also mir ist das schon mehrmals passiert, dass ich dann wirklich mich zusammenreißen musste. Und aufgrund auch der Durchschlagsleistung auf der AP sollte man halt ein bisschen mehr APCR einpacken. Gerade weil ich es ja auch schon angesprochen habe, die angepassten Matchmaking-Panzer haben in den letzten Jahren ein bisschen gelitten. Ihr müsst euch darauf einstellen, doch vielleicht öfter mal Tier 8 auch zu sehen. Hier in der Runde ist es jetzt zum Glück nicht der Fall. Aber ja, dann braucht ihr halt auch mal eine APCR. Und dann kann es auch schnell sein, dass ihr halt, weil ihr halt das Loadout so gewählt habt, dass ihr auch dann APCR gezwungenermaßen schießen müsst, weil eure AP schon leer ist. Ja, ich weiß, die Feldaufrüstungen bringen euch hier die Option, zwei verschiedene Loadouts zu machen. Aber das, nicht jeder hat das, aber ist beim E25 vielleicht empfehlenswert. Weil wenn ihr dann nochmal eine Top-Tier-Runde habt, dann braucht ihr nicht so viel APCR. Crew-Trainer kann man auch nur bedingt sagen, weil das Layout, was er mitbringt, euch bei vielen deutschen Jagdpanzern ein bisschen vor eine Problematik stellt. Ihr könnt nur einen Ladeschützen ausbilden. Der Funker beim E25 hängt auf dem Kommandanten. Das habt ihr auch bei einigen deutschen Jagdpanzern so in der Form nicht, vor allen Dingen im High-Tier-Bereich. Der E25 ist in dem, also was das angeht, einfach ein Spaßpanzer. Ja? Also Spaß, Freude, Credits verdienen, ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und weniger APCR mitnimmt. Wow, okay, hier sehen wir mal die Sichtweite, beziehungsweise den Tarnwert des gegnerischen Skorpion, der hier irgendwo steht. Wow, oh oh. Jetzt hat er ein Problem hier. Er rammt ihn. Er bounced. Und er DPMt ihn einfach raus. Und rammt, macht auch noch Rammschaden. Der E25 ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Er hat halt nur ein Panzerungsproblem. Ja, also Spaßpanzer, wenn man sich ein bisschen mit AP zusammen, mit APCR zusammenreißt, kann man ein bisschen Credits verdienen. Mannschafts-Crew-Leveln auch, wie gesagt, nicht so das Wahre. Also, ja, bildet euch hier nichts drauf ein, dass ihr hier einen guten Crew-Trainer oder halt irgendwie einen Credit-Maker bekommt, denn, wie gesagt, die genannten Gründe, Munitions-Loadout, Durchschlagsleistung, Mannschaftslayout ist nicht unbedingt das, was ihn da für diese Aufgabe gut geeignet macht.
Und wie schon gesagt, der E25, es ist kein Haut-drauf-Panzer. Er funktioniert auch nicht auf allen Karten mega gut, das sollte auch klar sein. Er hat in den letzten Jahren durch den Power-Creep natürlich auch gelitten. Er hat keinen Buff erhalten. Er ist, das wurde mir auch schon gesagt, damals, als das HD-Model gekommen ist, ein bisschen größer geworden. Ich kann im Moment nicht sagen, ob das auch wirklich eine aktive Auswirkung auf den Tarnwert hat. Oder ob das nur einfach, ob er damit besser treffbar ist. Er ist sneaky. Er kann als Scout-Ersatz aufgrund seines Tarnwerts super eingesetzt werden. Er hat keinerlei Panzerung. Also wenn ihr eher im Heavy-Bereich unterwegs seid, ja, dann könnt ihr euch den kaufen und sagen, ich habe den in Anführungsstrichen OP-sten Panzer, den es gibt in der Garage. Aber wenn ihr keinen Spaß mit dem habt, dann sind das auch rausgeworfene Euro, sage ich mal. Und von daher überlegt euch es gut. Ich will ihn euch nicht malig reden, ihr solltet nur wissen, er ist extrem stark, aber man muss halt wissen, wie man ihn spielen muss. Das ist natürlich bei im Grunde jedem Fahrzeug so, das ist klar. Aber es wird ja auch immer so als der Mythos mit hingestellt, als die Legende den Wargaming nicht mehr verkaufen wollte. Alle solche Sachen über den E25, wir wissen es ja. Oh, jetzt bin ich auch gespannt hier. Wow, okay. Okay, die genaue Kanone. Ja, nein, doch. Wow. Wow. Okay, Phantom. Jetzt weiß ich, was du mit deiner Nachricht meintest. Also, habt es im Kopf, wenn es um den E25 geht. Er ist stark, aber man muss definitiv mit der Art und Weise von ihm klarkommen. Die Auswertung zeigt uns hier eine erste Klasse. Die Waffenbrüder, Spartaner und Großkaliber gibt es auch noch. 2725 Punkte. Wenn die Runde lang genug läuft und man überall seine Schüsse setzen kann, dann sammelt man mit dem echt gut Schaden. Und die Mobilität hat man jetzt hier in der Runde vielleicht nicht so sehen können, weil es die Map nicht hergegeben hat. Aber die Mobilität ist super geeignet, um auch einfach mal auf verschiedene Situationen im Gefecht zu reagieren. 4 Kills, 1377 Basiserfahrungspunkte, kommt auch durch die 1600 Spotting hier zustande. Also da, wie gesagt, ist der E25 auch richtig gut. Es war gar nicht so viel APCR, dementsprechend hier auch mit den Boni, die es gab, 110.000 Credits verdient und insgesamt 4545 Erfahrungspunkte. In der zweiten Runde, ich habe kurz pausiert, sehen wir ein Setup mit Ansetzer, Lüftung und Scherenfernrohr und die Tarnungsdirektiven, um hier einerseits die Sichtweite zu maximieren mit dem Scherenfernrohr, dafür muss man aber halt stehen bleiben, und die Tarnungsdirektiven, um einfach den Tarnwert des Fahrzeugs noch zu pushen, um hier also so einen Passiv-Scout-Ersatz zu geben. Das kann funktionieren, wenn die Karte die richtige ist. Hier zum Beispiel auf der Karte kann es durchaus funktionieren, aber es gibt halt auch Karten wie gerade eben die Runde von Phantom. Da ist das halt nicht so gut geeignet. Und wir haben hier diese erwähnte Tier 8 Runde, die halt dann Probleme geben kann, was die Durchschlagsleistung angeht. Hier auch wieder 50-50, was die Munitionsverteilung angeht. Wir starten mal und gucken mal, was Marcel uns hier in seinem E25 zeigen kann. Er hat hier ein paar Abzeichen drauf, das heißt, er fährt die Mühle auf jeden Fall des Öfteren. Was hat er da an der Seite? Das ist irgendwas, weiß ich gar nicht. Aber ihr werdet es wissen, ich kann mich mit den ganzen Decals und Icons und was man alles draufkleben kann. Da gibt es so viel, da kenne ich mich gar nicht aus. Beziehungsweise habt ihr nicht so wirklich einen Überblick. Er fährt ja in den klassischen Busch, er fällt den Baum. Das kann insofern gefährlich sein, dass wenn das jemand sieht aus dem Gegnerteam, der da einfach blind reinhält. Und ja, das tut dann weh. Hier sehen wir auch einerseits so Snapshots, funktionieren gerade auf extreme Distanzen mit dem E25 nicht wirklich gut. Also da sollte man schon die sehr gute Einzielzeit nutzen, um dann auch wirklich den Schuss sicher zu setzen. So, hier bin ich jetzt gespannt. Geht er da auf? Nee, aber er macht den Scout auf jeden Fall auf und kann ihn jetzt hier leider nicht treffen. Wir sehen ja auch hier schon einige Blindschüsse zu Beginn der Runde. Und auch das kann halt problematisch sein. Ich habe ja schon gesagt, die Munition sind erstmal so gesehen viel, aber ist es insgesamt eigentlich nicht, gerade wenn man bedenkt, wie oft man schießen muss, um da auf seinen Schaden zu kommen. Er lässt sich hier auf das Tänzchen mit dem Scout gar nicht erst ein. Also da vielleicht von der Spickposition aus zu wirken oder so. Er zieht sich ja erstmal aus dieser Situation komplett raus. Er könnte jetzt hier auf den T34 wirken, aber er versucht es jetzt von weiter hinten nochmal auf den Scout. Den kann er jetzt auch treffen. Er schießt hier nochmal nach. Ich würde jetzt
gucken, ob man nicht vielleicht den T-34 da aufbekommt. Aber er hat sich ja, glaube ich, aus der Situation, oder? Nur rausgezogen, um dann wieder ranzufahren. Na? Fährt er zurück auf die Position? Was macht der denn da? Das ist die Map-Grenze, lieber T-34. Nur so zur Information. Da vorne ist halt ein Bisonte. Und das ist eine Situation, die willst du in dem E25 halt nicht haben. Weil gegen den Bisonte frontal, selbst mit APCR, lacht er dich halt aus und drückt seinen Clip in dich rein. Wenn du aufgehst auf kurze Distanz, keine Panzerung beim E25, lass das einfach sein. Ich wollte gerade sagen, mir gefällt das jetzt gar nicht, dass er auf der Null so ein bisschen rumsteht. Aber er hat sich da jetzt wieder in die richtige Richtung verlegt und versucht jetzt hier... Er kriegt den T-34 da nicht auf. Er hat ja ein paar Blindschüsse gesetzt. Aber er müsste eigentlich auf den Spick hoffen, dass der da ein bisschen aktiver wird. Das Problem ist, dass der 1357 aus dieser Aktion, die er am Anfang hier gemacht hat, im Grunde ohne merklichen, spürbare Probleme rausgekommen ist. Das heißt, er lebt halt noch. Und das ist halt scheiße. Warum du jetzt hier stehen geblieben bist, ohne dass das Scherenfernrohr angegangen ist und du dann wieder zurückgefahren bist, das ist mir nicht so ganz klar. Sobald, also der Spick spielt für meinen Geschmack hier zu passiv. Der 1357 versucht da jetzt nochmal den T-34 aufzumachen. Ich befürchte aber, dass, ja, der ist mittlerweile reingefahren. Damit ist der Move vom eigenen AMX hier so ein bisschen hinfällig. So, und da kommt nämlich der Gegner schon wieder. Ja, ja, das... Haha, wickel, wickel, wickel. Schieße ich jetzt, schieße ich nicht. Shit, der Gegner ist wieder in Deckung. Ich bekomme die Kanone nicht mehr runter. Und wenn ich jetzt auf ihn schießen will, muss ich so weit vorfahren, dass ich mich komplett exponiere und dann von den TDs von hinten abgefahren werde. So, jetzt ist halt... Genau, von der Position aus kann man das auch machen. Er hat jetzt hier Glück mit dem Auto-Aim. Funktioniert nicht ganz so, aber... Spätestens die eigenen Lights hätten das dann hoffentlich gemacht. Wir sind bei 428 Schaden. Es steht 3-3. Die Runde sieht so gesehen erstmal noch relativ unspektakulär aus. Welche Arti war das? War das die 304 oder war das die Crusader? Ich glaube nicht, dass es... War er gestunt? Also wenn er gestunt war, war es wohl eher die Crusader oder die GW Panther. Ich würde dann eher auf Crusader tippen. Ne, es ist die FV, die da schießt. Bin mir jetzt gerade nicht sicher gewesen, ob der AMX... einen Stun bekommen. Aber der wird auf jeden Fall durchschlagen. Da hat die FV wirklich einen guten Schuss gesetzt, denn auch wenn sie einen steilen Schusswinkel hat, also auf sich bewegende Ziele mit der FV und die dann treffen mit den langsamen Flugzeiten der Granaten, das ist schon, ich sag mal, ein dezent ein kleines Problem. So, und jetzt steht er wieder hier auf der Standardposition. Der Light ist jetzt raus. Und das ist jetzt das, was ich gesagt habe. Diese Tier 8 Runden sind insofern ein Problem mittlerweile geworden über die ganzen Jahre, dass da halt im Zweifelsfall auf einmal ein Burrask vor dir auftaucht. Jetzt in dem Fall nicht. Aber ich wäre jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt überlegt, ob ich den Move da die Viererlinie runter mache. Und ja, so ein Burrask, der frisst dich halt zum Frühstück. So. Der kommt halt angefahren, setzt den Clip in dich rein. Du sagst leise Scheiße und das war's. Zumal er halt mobil ist, Alpha hat, Tarnwert hat, Sichtwerte hat. Also der Burrask dich halt eine Stufe höher, so mehr oder weniger deklassiert. Und den gab es halt früher nicht. Früher konntest du halt auch auf gegen Achter deine absolute Stärke ausspielen. Und das ist halt mittlerweile mit dem E25 nicht mehr so. So, er ist jetzt wieder hier hochgefahren. Scherenfernrohr ist an. Es steht 5-5. Das eigene Team liegt knapp über 2000 Hitpoints hinten. Und er sucht sich jetzt hier die Ziele. Und da haben wir jetzt das erste Ziel. Den WZ in die Seite. Das funktioniert sogar mit AP. Und leider ist der jetzt wieder zu. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie der da aufgegangen ist. Es muss doch schon 1357 gewesen sein. Und da bringt er jetzt erstmal noch ein paar Schuss auf die Position. Ja, einfach... um noch ein bisschen Schaden zu farmen. Der wird da bestimmt auch stehen geblieben sein. So, und da haben wir den nächsten. Schöner Snapshot. Das funktioniert nicht immer. Übrigens, dieses Feature, dass beim Schießen das Fadenkreuz so springt. Ich habe das persönlich deaktiviert. Ich mag das überhaupt nicht, weil das für mich... Ja, wie soll ich sagen? Es stört mich einfach. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Man kann das aber in den Einstellungen im Spiel auch deaktivieren. So, der 1357 hat hier seine Eier gefunden. Das finde ich gut.
und fängt da jetzt an, hier zu spotten. Und er kann jetzt hier von hinten mit der präzisen Kanone arbeiten, guckt hier ein bisschen links und rechts, ob er da auch eine Outline komplett auf den Excalibur hat. Das ist noch aus der Version 1.16 und nicht 1.16.1, wo wir ja jetzt hier diese neuen Outline-Features haben. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es wirklich spielt, ob das cool ist oder nicht cool ist. Ja, jetzt geht der Light hier raus, aber er kann ihn nochmal gut unterstützen. Der Light wird nochmal Unterstützungsfeuer kriegen und da hinten hängt der Burrask rum. Das Problem ist, warum er jetzt hier nicht so easy peasy reinfahren kann, ist, dass der gegnerische E25 immer noch da im Wasser irgendwo vermutlich hängt. Oh nett. Oh nett. Da war der WZ gerade unter Feuer. Und ja, das ist halt ein Problem. Wenn der E25 da in der Mitte hängt, dann macht er ihn hier definitiv auf. Und dann kommt halt der Burrask noch zum Frühstück und der WZ setzt noch einen Luckshot hinterher. Und dann tut es halt weh. Zumal es fehlt noch ein T3485M. Es steht 7:9. So langsam muss hier ein bisschen was passieren. Der Burrask ansonsten nimmt jetzt hier gleich den M3Y raus. Und dann sieht die Runde tatsächlich nicht wirklich gut aus. Naja, vielleicht kommt ja noch was. Er geht jetzt hier auf Angriffskurs in die Stadt. Der Burrask hat noch nicht mehr so viele Hitpoints. Ja, 270. Das ist für ihn hier immer noch ein Three-Shot. Aber der Burrask ist halt so mit neben dem E25 das gefährlichste Fahrzeug jetzt hier in dieser Runde. Also ich würde eher sagen, sogar noch gefährlicher als der gegnerische E25, weil es halt einfach Top-Tier ist, der Burrask. So. Kommt der ihm jetzt hier entgegen? Oh, er macht ihn da nicht auf. Der Busch hat das verhindert, das ist sehr gut. Wenn der Burrask jetzt... Oh, jetzt perfekt. Sehr schön. Aber das Problem ist, der E25 hat sich durch die Stadt durchgesneakt. Ja, und hier mit Auto-Aim zu arbeiten, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil meistens so querfahrende Ziele mit Auto-Aim ein großes Problem sind. So, und der E25, der spielt jetzt hier so ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen. Die eigene Art, die schießt da. So, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Er muss drehen, damit hast du den DPM-Vorteil. Ram und tschüss. Das hat jetzt nochmal ein bisschen Ram-Schaden gebracht. Das war aber... da ist die FV. Das war aber trotzdem wichtig, dass er jetzt hier rausgeht. 9:9, damit die Runde wieder ein Stück weit zurückgeholt. Das Problem ist, dass auf der anderen Seite immer noch der Burrask, ja, er tut halt nicht wirklich viel. So, jetzt versucht er hier die FV rauszukriegen. Die sieht auch ein bisschen alt aus. Nicht nochmal ran, du hast nicht mehr so allzu viele Hitpoints. Ja, und hier sehen die, also es ist ein turmloser TD, ja, aber trotzdem, der E25 ist halt einfach so mobil. Das willst du nicht. Das, wow. Okay, da hast du... Also das war jetzt... Das war der Eier-Move... der Eier-Moves, muss ich sagen, gegen den WZ. Ich hätte das nicht gemacht. Du warst ein One-Shot. Also, wenn der da trifft, dann ist aber hier... Guten Nacht, Marie. Also, man hat hier gesehen, auch wenn das ein turmloser TD ist, E25, ja, fahrt einmal... Also, Rechtsklick, Auto-Aim, 2-3 Schuss frontal geben und dann halt einfach an dem Gegner vorbeifahren, wenn es geht. Und drehen, das kann er. Er kann schnell drehen und den Gegner rausnehmen. Also als Top-Tier gegen so eine FV-Art, die funktioniert das. Bei einem, weiß ich nicht, bei dem WZ wie gerade eben muss man halt... Oh shit, jetzt rollt die Kanone aber. Nein! Und vor allem, er hat nur noch 4 Schuss. Das ist jetzt echt ein Problem. Ja, dann also vorbeifahren, drehen und einfach Auto-Aim und dann bam, 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 bam. So, ja, 3 Shells, schreibt er. Er hat nur noch 3 Granaten und er will die Arti jetzt noch raushaben, aber er kann danach nicht mehr aktiv ins Gefecht eingreifen. Und das heißt, am Ende, auch wenn der M3Y, wie viele Hitpoints hat er noch? Auch nicht mehr viele. Er hat noch 2 Granaten. Das wird vermutlich noch nicht mal für die Crusader SP reichen. Die anderen beiden fahren da jetzt zurück. Quatsch, fahren nicht zurück, sondern greifen an und stellen sich einfach in den Cap und werden sie hier wegcappen. Das sieht nicht wirklich gut aus. Er schreibt jetzt, ich will den 8. Kill haben. Aber dafür hättest du den Schuss nicht setzen dürfen. Weil der M3 macht da One-Shot aus der Crusader.
Und jetzt wird... Okay. Okay, Marcel. Okay. Du willst mit der einen Granate den Decap machen? Ich... Also, die GW Panthers schreibt, es war zu spät für den Unentschieden. Vielleicht hat er das gesehen und ist deswegen direkt durchgefahren, um mit der einen Granate den Decap zu machen. Ich glaube aber, er muss beide... Ja, er schafft es einfach nicht. Er schafft es nicht. Er ist zu langsam. Er schafft es nicht. Also, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er das mit der einen Granate den Decap so geschafft hätte, dass es ein Unentschieden geworden wäre. Er hätte höchstwahrscheinlich auf beide schießen müssen. Und dann... Dafür hat er aber einfach nicht mehr genug Granaten gehabt. Dafür, das ist genau das, was ich gesagt habe. Am Anfang, die Blindschüsse können sich hinten raus rächen, weil du dann einfach, also mal abgesehen davon, dass er zu spät jetzt gekommen ist, aber in solchen Situationen dann einfach nicht mehr genug Granaten hast. Wir sehen, am Ende bekommt Marcel hier seine zweite Gunmark. Er macht trotz Niederlage das Panzers. Er bekommt die Pascucci-Medaille und die Top Gun. Leider hat es halt für den achten Kill am Ende nicht gereicht, trotzdem 5143 Schadenspunkte. Das ist auch für einen E25 herausragend gut. Also ich habe in meiner, in Anführungsstrichen, Karriere mit dem E25 mal einige Runden über 4000 Schaden gehabt, aber ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob ich jemals eine Runde über 5000 Schaden hatte. Ist auch egal. Super Runde, also rein vom Schaden und von den Kills her, 1062 Basiserfahrungspunkte in dem verlorenen Gefecht ist auch echt gut und zeigt, wie stark es war. Am Ende hat dann halt, ja, es war so ein bisschen Pech, ne? Es hat die Geschwindigkeit gefehlt und es hätte höchstwahrscheinlich, selbst wenn die Geschwindigkeit ausgereicht hätte, um den Decap noch machen zu können, die eine Granate, ich bin mir nicht sicher, ob das dann dazu beigetragen hätte, dass die Runde hier ein Sieg wird. Wir sehen, was passiert, wenn man dann doch mal leer geschossen hat und wenn man dann auch 50-50 AP, APCR dabei hat, plus die Verbrauchsgüter, dann wird es nämlich relativ schnell teuer mit minus 27.000 aus der Runde raus hier. 339 Support und insgesamt 2.992 Erfahrungspunkte. Den Link zum Shop, wo ihr den E25 kaufen könnt für WOT, packe ich euch natürlich wie immer mit in die Videobeschreibung. Jetzt bin ich gespannt, was ihr zum E25 sagt. Und ob ihr den auch noch immer stark findet oder mittlerweile extrem speziell, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer hier auf YouTube, auf Twitch und auf Patreon. Namentlich genannt Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine und GameOneFan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.